Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario. In der letzten Folge haben wir wieder eine Mail von X bekommen. Und der hat uns den Schlüssel zum Lager ausgegeben. Bei dem haben wir wieder Margarine getroffen. Und wir haben einen Schlüssel bekommen fürs Lager. Und haben dann kurz mal an Toads Gover und Calbone gespitzelt. Calbone hat gesagt, hier verschwinden immer wieder Kämpfer und das weiß halt niemand, das vertuschen die. Und Calbone ist sich nicht sicher, warum sie verschwinden. Ich vermute, es steckt Toads Gover hinter dem her. Aber mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall schaffen wir es heute, wenn uns die Story nicht wieder unterbricht, den Champion herauszufordern. Zu Ehren meines verbleibenden Großvaters werde ich dich besiegen, Bomba. Und ich glaube, ich darf keinen Schaden machen. Es soll nur mein Partner, richtig? Genau, nur dein Partner darf Schaden zufügen. Komm, echt jetzt, der hintere hat es nicht weggeblasen. So. Ich wollte mal Verteidigung hochmachen. Okay, what? Echt jetzt? So. Jetzt, weg mit dir, Kumpel. Okay, beim nächsten Kampf, wenn wir so weiter Sternpunkte kriegen, dann leveln wir schon wieder auf. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ja kinderleicht. Stimmt allerdings. Gage von 22 Münzen, perfekt, danke. Wir sind jetzt Rang 3. Okay, jetzt kommt wieder X oder der Droa. Letzte Warnung, hör auf, nach dem Sternjuwel zu suchen. Sonst erwarte ich das gleiche Schicksal wie die letzten Vermissten. Es ist Toads Gover. Derjenige, der uns die Mail geschickt hat, weiß sowohl über die Sternjuwelen als auch über die Vermissten Bescheid. Wir müssen ihn finden, dann finden wir auch die Lösung für all deine Rätsel. Aber könnte es nur sein, Alter. Toads Gover, es wissen nur zwei von den Typen. Von den Vermissten. Calbone und Toads Gover. Und Calbone weiß nichts von den Sternjuwelen, aber der hier schon. Also schätze ich ganz schwer Toads Gover. Hallo Bomber, weiterer Kampf? Gut, Rang 2, die Feuerkettenhunde. Keine Sternattacke, okay. Okay. Bomber, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es hier, ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Nö, wenn du den Kuchen gebracht hast, nein, danke. Perfekt. Gehen wir kämpfen. Gegen Rang 2. Feuerkettenhunde, da muss ich echt gucken, what the fuck ich hier machen muss. Also gut. Weil ich glaube nicht, dass ich die mit aufspringen kann oder so. Deswegen lass mir gleich scannen. So, scannen wir die mal. Das ist ein roter Kettenhund. Rote Kettenhunde sind bissig und, naja, rot. Max KP 6, Angriffskraft 5, Verteidigung 3, Alter, holy shit. Ihre Angriffe sind heftig, du solltest sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung auch nicht ohne, dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen dir Items oder eine Sternattacke und die rote Farbe? Das heißt, Calbone hätte sie einfach angemalt.
Ich habe keine... Probieren wir es mal hier. Perfekt. Verteidigt. Verteidigt. Kopfnuss wird hier nichts bringen. Ja. So. Ah ja. Mein Partner geht gleich drauf. Mein Partner geht drauf. Okay, Moment. Items. Hier, du darfst selber futtern. Perfekto. So. Kümmern wir uns um den Wirbelschlag hier. Weil ist einer schon mal down. Und den anderen kriegen wir nächste Runde down. Fuck, zu früh. Verteidigung. Perfekt. So, hier. Down, Kumpel. Und wir kriegen ein neues Level. Aber was leveln wir? Ich glaube, Ordenpunkte. Guck mal, das hoch. Dann können wir noch irgendwas anderes machen. Vielleicht eine neue Attacke rein? Nur, ich weiß nicht. So geht das. Aber wir rasieren da gerade momentan richtig gut durch. 24 Münzen, okay. What the fuck geht mit dem Typen hier ab? Wenn der Kuchen weg ist, dann weiß ich, was passiert ist. Mario, sieh nur. Oh, ich habe den Kuchen gegessen, mein Körper gelähmt. Der Kuchen war vergiftet. Nur gut, dass wir nicht gegessen haben. Ja, ich hab mir schon gedacht, wenn er von Todskova kommt, lieber in Ruhe lassen. So. Im Menü Taktik für 1 BP Charge. Mario lernt Erdbeben. Powersprung, nein. Herzlein, nein. Wir haben noch Kampfrausch P. Nein. Ach, das ist KP Plus. Ja, egal. Mal das. Und Erdbeben, fertig. Jetzt gehen wir rein in die Rangliste und stellen uns Nummer 1. Koopas Ruhe. 20 Punkte Schaden erleiden. Ach du Kacke, echt jetzt? So. Dann scannen wir auf jeden Fall erstmal alle und nebenbei nehmen wir sowieso Schaden. Schauen wir mal, wie viel. Ah, er hier. Die Gegner von dem Kampf sind der Krawallklemmner Bomber Luigi und die Rasiermesserschwinger, die Ask-Cooper-Trulie. Wer der Stärke von uns ist, das wird sich gleich zeigen. Let's fight. Um Platz 1. Achso, du darfst höchstens 20 Schaden erleiden.
Scanner rausholen. Eine Ask-Kuba-Trulie. Die sieht ziemlich stark aus. Max KP 5 Angriffskraft. Ach du Kacke. Begonnen das gefährlichste seiner Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Und diese roten Augen sind mir irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er nur schlecht geschlafen. Okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir extrem viel Schaden machen. So. 4 Schaden hier. 5 Schaden, besser gesagt. Wir haben 4 Schaden schon genommen. Ach, sie wird stärker. Ich dachte alle, egal. So. Maxi beben. Hauen wir mal Sternkraft raus. So. So, jetzt hat. Hier. Perfekt. Jetzt macht es erstmal 6 Schaden. Ach, 12 hat er gemacht. Scheiße. Kopfnuss dürfte nicht funktionieren. Schmeiß mal das Item. Bringt nichts, okay. Vier. Jetzt haben wir hier Bingo, aber... Ach du Kacke. Ich will, das Springen dürfte nicht funktionieren. Warum wollen jetzt so viele Zeug schmeißen? Wenn... Ja, wollte ich gerade sagen, das bringt nichts. Der Kampf wird nichts. Wir brauchen einen anderen Partner für den. Es sei denn, er lädt sich jetzt auf, das wäre nett. Ja, genau, hier. Bro, ich brauche einen anderen Partner für dich. Aber wen? Naja. Hätte ich den nicht gesprungen, sondern den Parken da gewechselt, dann hätte ich jetzt noch die Kampfbedingungen nicht verkackt, sondern geschafft. Ja, was soll man sagen? Ich hab's verkackt. Mann. Egal. Ich muss einfach gleich mit so einem Partner machen. 10 Münzen, weil ich die Gage nicht eingehalten habe, ja. Den Kampf habe ich nicht verloren, ich habe nur den Rangaufstieg nicht geschafft. Naja, was soll man sagen?
Nochmal. Ja, ja, passt. So, jetzt wird sich Bobby erstmal weggeschleudert. Hier, perfekt. Egal. So, hier. Okay, das ändert sich sogar. Okay. Das ändert sich jedes Mal. Perfekt. Vier. Ja, passt doch. Hier. Neun. Passt. Wir gewinnen den Kampf. So. Down. Nein, ein Kap hier noch. So, hier. Perfekto. 11 Sternenpunkte erhalten. Geil. Damit sind wir jetzt Rang 1. Das heißt, wir haben jetzt das Recht, den Champion herauszufordern. Und ich glaube, das machen wir auch gleich. Oder es kommt eine E-Mail. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Schon wieder der Ex. Der ist mir zwar nicht geheuer, aber anders kommen wir wohl nie an der Sternjuwel. Also, die Bombo-Luigi-Poster an der Wand sollen wir in der Lobby sollen wir von der Wand entfernen? Los, machen wir das. Wir gehen erstmal schlafen, Kollege. Dass du dir wieder besser geht. Perfecto. Speichern. Dann entfernen wir die Poster. Okay. Da hängt ja echt nur noch Bombo Luigi, also nur noch wir überall. Letztes Bild. Ha, okay. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers. Ja, dann wird es wohl heute doch nichts mit dem Champion herausfordern, sondern erst nächste Folge. Okay. So, hier lang. Ah, wer versteckt einen Schlüssel hinter ein Poster von Mario?
Was ist jetzt hier? Ich muss schon wieder wechseln. Wir brauchen hier Bobby ganz schön oft. Gut. Oh, aber... Was ist das denn? Samum und Mahono. Bumba, geh nicht in den leeren Ring. Hey Samsung, kannst du nicht deutlich ausdrücken? Sie ist echt tot. Es ist aus. Mara, hast du gesehen, das war Todd Scover, oder? Was die hier zu suchen hat, das würde mich ja brennend interessieren. Okay. Perfekt, jetzt werden wir gleich wahrscheinlich von Calbone abgeholt. Ist der ersten Liga, da bin ich doch drin. Naja. Egal. Ich würde jetzt sagen, dass ich die Folge jetzt hier beende. Und in der nächsten Folge stellen wir uns dem Champion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.